will. Zeigt mir eure Stärke und ich zeige euch, wie schwach ihr wirklich seid. Dann labert er mir dazwischen. Willkommen zu Final Fantasy XIV Shadowbringers mit meinen Freunden aus der anderen Welt. Der Kiki, der Thales, der Aya meiner persönlichen Heilermieze, Nobu und Croissant. Und wen habe ich noch vergessen? Nö, niemanden. Voll gut. Alles Freunde von mir aus der freien Gesellschaft Schild-Eorseer auf dem Server Shiva. Liebe Grüße da draußen und vielen Dank fürs Mitkommen schon mal. So, wir wollen uns MSL stellen. Ein Ready-Check. Und der Fight geht dann sofort los, sobald alle bereit gegeben haben, mit einem kleinen Countdown von 15 Sekunden. Why not? Die erste Phase, der Fight besteht aus zwei Phasen. Die erste Phase ist relativ locker, ein bisschen AoEs ausweichen und dann geht es eigentlich auch schon weiter in die nächste große Phase. Und ab geht's! So, nichts, was man nicht schon irgendwie kennt. In der Dunkelheit. Also man muss sich ein bisschen aufpassen eigentlich. Man, wie bei den meisten Bossen. Das war jetzt ein Tankbuster, der war viel zu easy. Das ist die Macht der Dunkelheit. Hier müssen wir aufpassen, in welche Richtung die Speere gucken. Und uns dann jeweils in die richtige Hälfte stellen. Ich frage mich, kommt das hier auch zweimal? Nee, kommt das nicht zweimal. Oder noch nicht zweimal. Unvollkommene Existenzen. Der labert sich hier einen zurecht. Die Magie beugt sich meinem Willen. So, das sind die schönsten AoEs überhaupt. Denn sie kommen von oben. Und wir gehen jetzt erstmal in die Mitte. Und warten dann hier, bis eine der AoEs explodiert ist. Die da gehen dann schnell darüber. Na toll, ich war noch zu nah an der anderen dran. Das ärgert mich jetzt. Und noch zu nah an der? The fuck? Ich hasse diese AOE, die ist so kacke. Aber das macht nichts. Zum Glück kommt die nicht so oft. So, das ist ein Tankbuster, da sollte ich zumindest mal kurz was ziehen. Weil ich schon zwei Dödelbuffs habe. Aber egal. Das ist die Macht der Dunkelheit. Hades ist gleich in der zweiten Phase. Die zweite Phase ist ein bisschen lustiger, denn da fehlen nämlich die meisten, weil die AOEs nicht, zum Teil nicht angezeigt werden und ziemlich groß sind tatsächlich. Und da geht der Spaß los. Einmal kurz zusammenziehen. Und Spaß haben. Wichtig ist jetzt, dass die Aggro natürlich bei den Tanks bleibt. Glücklicherweise habe ich Nobu dabei. Dementsprechend glaube ich, dass wir das auch ganz gut hinbekommen. Denn Nobu ist nämlich mein normaler Raid-Tank. Nee. Mit dem ich sonst auch immer unterwegs bin. Und ich habe ein sehr großes Vertrauen in den guten Nobu. So. Schön kuscheln. Kommt mal her hier. So. Next round. Wie gesagt, die AOEs hier sind relativ easy. Das nächste Mal sollten wir uns vielleicht darauf einigen, wer welche Seite nimmt. Aber das ist egal, die kommen ja eh irgendwann vorbei. So. Können wir jetzt in die nächste Phase? Das wäre spitze. Hier kriegt ihr noch einen kleinen Pups von mir. Diese fleischliche Hülle ist eine Fessel.
Und da ist er. Unser eigentlicher Freund, der Hades. Und hier wird der Spaß, geht der Kampf eigentlich erst richtig spaßig los. Vor euch steht der erste aller Magier. Das ist schön. Ich habe keine Angst vor Magier. Bei dem ist es vor allem wichtig, dass wir schauen, ob er nach links oder nach rechts schlägt. Das erkennen wir daran, je nachdem welchen Flügel er hebt. Und dann müssen wir ziemlich weit nach links oder rechts laufen. Außerdem kommen noch auf die Tanks Earthshaker, da müssen wir ein bisschen gucken. Ja, okay. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass er vielleicht nicht unbedingt in die Gruppe seinen Laser-Pew-Pew schießt. Das war sehr, sehr gut von uns gehandelt gerade. Ich bin sehr stolz auf uns. So. Jetzt sehen wir es, wohin wir müssen. Und gleich seht ihr, wie klein diese AOE tatsächlich, oder diese Fläche ist. Man denkt immer so, ach ja, eine Hälfte reicht. Leider nein. Und in die Mitte. Genau deswegen. Oh, komm. Roter ist gerade überhaupt nicht so meins. War das hier wirklich mit den Earthshakern? Ja, da sind die Earthshaker, von denen wir geredet haben. Die am besten natürlich. Oh fuck! So viel zum Thema Earthshaker. Gern geschehen! Oh weia. Links lang. Oh! Wir sind wieder richtig gut unterwegs. Das Böse ist, wir brauchen die Leute, denn, genau, jetzt kommt nämlich die Gefangenschaft. Und Gefangenschaft bedeutet nämlich, dass ein paar Leute in einer Kugel gefangen sind und diese Kugel muss zerstört werden. Und zwar so schnell wie geht. Sonst sterben nämlich die, die da drin sind. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Oh, unser Heiler ist da drin. Das ist aber toll. Vielleicht kommt ja unser Summoner auf die glorreiche Idee, mal vielleicht einen wiederzubeleben. Scheinbar nicht, aber wir haben es trotzdem geschafft. Wäre ja auch zu einfach. Oh wei. Einmal kurz heiligen Boden anschmeißen. Weil ich irgendwas abbekomme, was ich normalerweise vermutlich nicht abbekommen sollte. So. Das ist natürlich klar, was hier passiert. Ich bin der Meinung, das kann man auch mit einem Knockback nicht verhindern. Oh, Laser aus der Mitte. Diesmal hatte ich es drauf. Okay, also Nob und ich, wir sollten auf jeden Fall in der Mitte bleiben, wenn wir die, wenn wir wieder die Earthshaker bekommen. Nein, wir bleiben einfach in der Mitte. Dann habt ihr nämlich links und rechts Platz. Nee. Und da kommt wieder ein Match von der Seite. Match. Aber okay. Sieht gut aus. Auch wenn wir uns hier gerade ein bisschen doof anstellen. Das nächste Gefängnis. Niemals, du wirst jetzt mal mies verprügelt von uns. Kritisches Manöver, wilde Tasten drücken. Ich bin dabei. Der allerletzte Strahl. Halt! Nein! Es ist dieser abscheuliche Platz. So.
Zeit für mehr Action. Wir haben nämlich jetzt gerade einen Buff bekommen, dass wir noch mehr reinklotzen können. Und ich glaube, würden wir jetzt noch einen Dreier-LB ziehen, wäre das Ganze richtig akkurat. Und da kommt der auch schon. Dieser Glanz hat uns und alles gespalten. So, wir sind immer noch voll auf der hellen Seite der Macht. Niemals darf sich dieser Fluch wiederholen. Zu spät, denn du bist terminated. Damit haben wir Hades besiegt. Der letzte Kampf. Und wir gehen damit direkt los in die Cutscene. Ich sag einfach mal den Damen und Herren auf der anderen Seite, dass sie jetzt bitte die Gruppe verlassen sollen. Naja, damit nicht dieses... verlass die Gruppe. Damit nicht dieses verlässt die Gruppe erscheint. Das kann jetzt erscheinen, aber nicht... Dann. Denn wir nähern uns jetzt einer sehr, sehr langen Cutscene. Damit wünsche ich euch viel Spaß! Aus unseren Erinnerungen, schon, Ausgeburt der Höllen! Jetzt! Bring es zu Ende!
Vergiss uns nicht. Vergiss nicht, dass wir einst waren. Es ist vorbei. Emmet Selch ist nicht mehr. Wie geht es dir? Was siehst du? Ihr Äther. Er ist ja wieder intakt. Als ein jünger Zodiax war der Aschien der dunkle Gegenpol zu deinem Licht. Kann es sein, dass sich das Licht und die Dunkelheit aufgehoben haben, als ihr aufeinander stießt? Aber das ist nicht alles. Deine Seele wäre unter der Last des Äthers beinahe zerbrochen. Doch jetzt ist sie geheilt. Wie ist das passiert? Ich wollte dir ja helfen, aber sag schon, was ist geschehen? Was du nicht sagst. Also, wo soll ich anfangen? Ich schulde euch allen eine Entschuldigung, besonders dir. Ein exzellenter Vorschlag. Da drüben sind die Verrückten im Meer verschwunden, sagst du? Also, eigentlich habe ich nur den Wal gesehen. Es war ganz bestimmt der süße Alfino mit seinen Freunden. Sie haben eine Heldentat vollbracht, ich sag's dir. Sieh nur hoch zum Himmel, da hast du den Beweis. Ja, sicher, meine Liebe.
Jeden Augenblick müssen sie hier sein. Da, sieh nur. Wenn sie nicht zurückkommen, dann wäre ich... untröstlich. Nicht doch. Wer wird denn gleich weinen? Seht mal. Ja, am Strand. Ich hatte nicht gedacht, dass wir den ganzen Weg zurückschwimmen. Bei den sieben Himmeln. Ich kann nicht mehr. Alfinor! Wo ist Oranger? Hat ihn jemand gesehen? Er war eigentlich direkt hinter mir. Ich werde ihn suchen. Lass. Er wird schon gleich auftauchen. Elfinor! Willkommen zurück, meine Lieben! Und so erfuhr der erste Splitter die Erlösung. Mit dem Schwinden von Emmet Zeichs Zauberkraft werden auch die Lichter von Amaurot erlöschen und der Meeresgraben in Dunkelheit versinken. Der Gulp wird fallen und der Kalos wird von Wind und Regen geschliffen werden. Auch diese Erzählung wird verblassen und in das Reich der Mythen eingehen, während die Welt ihren Frieden findet. Aber dennoch. Wie der nicht endende Ätherstrom dem Kreislauf aus Leben und Verfall folgt,
So stiften die Geschichten von Heldentum den kommenden Generationen neuen Mut. Wir folgen denen, die vor uns gingen, und führen die, die nach uns kommen. Der Weg liegt vor dir, und auf ihm unzählige Geschichten. Schreite voran, Heldin, auf dass neue Helden es dir gleich tun. Entschuldigung, du bist die Kriegerin der Dunkelheit, oder? Verrätst du mir, woher du kommst? Und wie du so stark geworden bist? Ich will auch irgendwann mal so stark werden wie du. Oh my god. Da werde ich leicht sentimental bei diesem wunderschönen Ende. Ich bin nach wie vor unglaublich begeistert. Es ist bombastisch. Aber, mal ganz im Ernst, wie hat der Kristallxarch es geschafft, so weit zu schwimmen? Und Orianger muss doch ertrunken sein. Ich meine, der kann doch gar nicht schwimmen. Naja, egal. Das war Final Fantasy XIV Shadowbringers. Zumindest der erste Teil der Hauptquest. Weil wie Emmett sich schon am Ende oder nach dem zweiten Boss gesagt hatte in den letzten Tagen von Amro, but wait, there is more. Und genau das wird es auch sein. Es ist zwar das erste Ende dieses Add-ons, aber es ist noch lange nicht das Ende dieses Spiels. Ganz und gar nicht. Wie in jedem Add-on gibt es unglaublich viel zu erledigen. Random Acts. Prima E sind es ja nicht wirklich. Raids und habt ihr nicht gesehen und natürlich eine Main Story, die weiter erzählt werden möchte. Und genau das werden wir noch tun, die Main Quest weiter erzählen. Aber vorher haben wir einen ewig langen Credits Roll vor uns, mit natürlich einer kleinen Cutscene, die am Ende der Credits laufen. Deswegen schaltet nicht sofort ab, sondern guckt ruhig bis zum Ende. Würdigt ein klein wenig die Leute, die dieses Meisterwerk produziert haben, indem ihr euch jeden einzelnen Namen durchlest und merkt. Und ich frage euch dann nächste Woche einfach ab, ob ihr die alle denn noch auswendig könnt. Wie zum Beispiel hier Mirko Böttcher oder Tanja Schmitz. Ja, das sind Namen, die werdet ihr alle nochmal wiedersehen und hören. Abfrage kommt per Test. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit diesen Credits. Ich kann gar nicht mehr viel dazu erzählen, außer dass es mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, bis hierhin zu spielen und es auch unglaublich viel Spaß machen wird, weiter zu spielen. Also genießt diesen Abspann. Ich weiß, dass der so etwa 10 Minuten gehen wird oder sowas. Ich halte in der Zeit einfach meine Klappe und animiere euch noch mal ein klein wenig dazu, gerne mal einen Daumen da zu lassen oder einen Kommentar. Wie fandet ihr die Story? Wie findet ihr die Story? Habt ihr Spaß gehabt? Was hat euch an dieser Story gestört und was nicht so? Gehen wir ein klein wenig in die Diskussion ein, warum eigentlich auch nicht. Dafür sind ja die Kommentare da. Und nicht nur das, ihr könnt natürlich auch direkt mit mir diskutieren und so weiter in meinem Discord-Channel, der für euch jederzeit offen steht. Ihr müsst nur joinen und mich zulabern. Also, viel Spaß, wie gesagt, mit ein klein wenig Musik und Credits und einem fetten Lord Warsree. Also, bis zur nächsten Folge. Let's play Final Fantasy XIV Shadowbringers, denn dies ist noch nicht das Ende. Aber zumindest für mich erstmal
für die nächsten paar Minuten, wie die Credits rollen. Bis dann. One world's end as a new begin, and should our souls scatter unto the wind, still we shall live on. Stand tall. I'm sorry.
Dank eurer Taten ist das Licht gebannt und die Sündenvertilger sind vertrieben. Damit sind nicht alle Wunden geheilt, aber ich bin mir sicher, dass die Welt Schritt für Schritt zur Ruhe kommt. Jetzt, da die Vereinigung verhindert ist, hat der Ursprung keine achte Katastrophe mehr zu fürchten. Die Zukunft, aus der du kommst, wird nicht eintreten. Du aber bist noch da. Das bin ich. Offensichtlich. Vielleicht existiert jener Abschnitt der Zeit irgendwo weiter, losgelöst vom Lauf der Zeit. Oder mein Dasein hat sich untrennbar mit diesem Lauf der Geschichte verwoben. Jedenfalls birgt dieser Umstand einige neue Komplikationen. Ich ging davon aus, dass mit meinem Tod eure Seelen nicht länger hier gebunden wären und in die Ursprungswelt zurückkehren würden. Ihr seid hier, weil ich noch hier bin. Wir sind gerne bereit, unseren Aufenthalt etwas zu verlängern, wenn dadurch dein Leben verschont wird. Wir werden einen anderen Weg zurückfinden. Ich wollte sowieso nicht sofort nach Hause. Vorher möchte ich mich noch bei ein paar liebgewonnenen Freunden verabschieden. Wir dürfen die Entwicklungen in der Ursprungswelt nicht außer Acht lassen. Außerdem tun wir Tataru und ihrem sorgenvollen Gemüt keinen Gefallen, wenn wir hier länger verweilen als nötig. Warum gehst du nicht vor, beruhigst unsere Freunde vom Bund und machst dir ein Bild von der Lage? Ich kann dir ein Tor öffnen. Hier und jetzt. Trennen wir uns fürs Erste. Wir alle haben Dinge, die wir zu erledigen haben. Bitte benachrichtige uns, wenn unsere Freundin wieder hier eintrifft. Und nicht, dass du wieder die Falschen erwischst. Selbstverständlich. Sie wird genau hier erscheinen. Also innerhalb der Stadt zumindest. Wie schön, dass nicht alle sofort heimkehren. Ich habe mich so an euch gewöhnt. Komm bitte bald wieder. Ich vermisse dich schon jetzt. Bis ganz bald. Lass mich bitte das Portal justieren, dann schicke ich dich nach Hause. Als ich ein Kind war, vor vielen langen Jahren, träumte ich davon, eines Tages ein Held zu sein. Doch wie die Sterne am Firmament schien mir dieses Ziel unerreichbar fern. Doch eines Tages stand ein fast vergessener Traum aus meiner Kindheit vor mir, in Fleisch und Blut. Eine Heldin, die den Blick fest auf den Horizont gerichtet hatte. Endlich würde ich mit ihr auf Abenteuer gehen.
wenn das nur so einfach wäre. Die Herrlichkeit der Sterne ist unerreichbar für den, der nie seine Hand nach ihnen ausstreckt. Den Mut gewonnen zu haben, nach den Sternen zu greifen, ist der größte Schatz auf diesem Abenteuer. Hörst du mich gerade hier? Schlafen kannst du ein anderes Mal. Noch eine Wache, die es erwischt hat. Geht weiter zum Westtor. Ich will wissen, was da vor sich geht. Schlagen mit einem Hieb, genau wie die andere. Kein guter Tag, um Wachdienst zu schieben. Entschuldige, es waren deine Landsleute. Schon gut, ich trauere nicht um sie. Und schließlich haben wir es diesem Gemetzel zu verdanken, dass wir überhaupt bis hierhin vordringen konnten. Das war der Kaiser. Was? Warte! Kaiser Varys! Gaius, ich fürchte, du hast das Beste verpasst. Zeig dein wahres Gesicht, Dämon! Ach, hast du den Ashian erwartet? Der Feigling hat meine Hülle verlassen und die Flucht ergriffen. Zu schade. Ich hätte zu gern die Klingen mit mir selbst gekreuzt. Aber es tut gut, endlich wieder in seiner eigenen Haut zu stecken. Was jetzt? Spielen wir weiter? Nur mit neuen Figuren? Ich werde nicht noch einmal auf eure Tricks hereinfallen, Dämon! Gaius! Es ist wahr. Es ist alles wahr. Elidibus ist fort. Hat sich durch einen Spalt in der Luft gezwängt, die feige Ratte. Xenos, mein Sohn, mein einfältiger, gieriger Sohn. War es nicht genug, dass dir ein zweites Leben geschenkt wurde? Wolltest du auch noch das Reich für dich allein haben? Dummkopf, wie kannst du die Geschichte unseres Volkes verraten? Deine Selbstherrlichkeit beleidigt den galäischen Thron. Und du?
Du hattest ja schon Schwierigkeiten, das uns anvertraute Reich zusammenzuhalten. Aber wisse, dass ich weder die Absichten habe, deine Pläne weiter zu verfolgen, noch über das Land zu herrschen. Ich bin nur hier, um dich aus dem Weg zu räumen, du Spielverderber. Ich möchte nicht, dass mir meine Beute von einem lächerlichen Krieg oder einer ehrlosen Waffe weggeschnappt wird. Deswegen tötest du mich? Dann schlag doch zu! Es ist Grund genug. Denn wer mich bei meiner Jagd stört... Tut es kein zweites Mal! Ich weiß es von dem Ashien, Zodiac und Heidelin. Sogar der Wille des Planeten ist nur von Ashien Hand geschaffen. Ich werde ihre Stärke verschlingen und dann werden wir uns messen in einem Kampf auf Leben und Tod, meine treue Gefährtin. Zenos, du Wahnsinniger!